Unvorsehbare Konsequenzen wird das haben, sagte Putin zu dem Konflikt zwischen den Amis und den Iranern. Wenn es die Amis übertreiben, dann kommen die Konsequenzen. Der Iran ist nicht isoliert, wie die Amis denken, wie damals mit Afghanistan oder Irak. Die haben eine gewisse Rückendeckung von Russland, von China, ein bisschen Türkei und andere Wirtschaftsinteressenten. Das ist die Realität, was die Amis im Falle eines Krieges begegnen müssen. Und das wissen sie auch. Sonst hätten sie nach dem Öltankerangriff da im iranischen Meer hart reagiert. Oder als vor kurzem die US-Drohne von den Iranern abgeschossen wurde, dann hat der Trump oder wie gesagt, haben die Amis den Schwanz eingezogen und sagen, das war bestimmt nicht Absicht. Nein, wir beabsichtigen keine Konfrontation gegen die Iraner. Das ist alles Psychologie, was die Amis machen. Psychokrieg. Sie können nur Psychokrieg und viel Gelaber, viel Show und nichts dahinter. Aus diesem Grund geht der türkische Präsident Erdogan davon aus, dass die Amis nichts machen werden, wenn die S-400 ausgeliefert werden. Die F-35 werden sie auch irgendwie bekommen. Höchste, was passieren wird, vielleicht wird der Preis von der F-35 erhöht. Damit können die Türken leben. Hauptsache, falls es zu einer Sanktion kommt, dann ist die Türkei bereit, den Gegenschlag auszuführen. Apropos Sanktionen. Wenn die Amis so weitermachen mit Sanktionen, und die werden wahrscheinlich so weitermachen, werden sie sich von der Weltgemeinschaft isolieren. Das ist quasi so, wie wenn ein Nachbar die anderen Nachbarn alle sanktioniert oder boykottiert, dann werden sie sich zusammentun, die Boykottierten und Sanktionierten, und werden irgendwann den isolierten Nachbar auffressen wie ein einsamer Schaf. Denn die Natur der Weltpolitik ist hart und war schon immer hart und wird weiterhin hart bleiben, fressen oder gefressen werden.